Ja, wieder ein Video vom Strand, vom Naherholungsort mit dem Titel von wunderbaren Kräften, ja, von guten Kräften wunderbar geborgen. Man sollte gerade nicht vergessen, in dieser bewegten Zeit, heute wird mal wieder gegrillt, ist auch einmal nicht schlecht, das ist eigentlich recht schön, dass wir einfach auch gerade in dieser Zeit von wunderbaren guten Mächten und Kräften geborgen sind. Aber es gibt natürlich eine Bedingung. Die bösen Kräfte mischen sich bei uns ein, ohne unsere Willensentscheidung. Und die guten Kräfte muss man schon um Erlaubnis bitten, dass sie sich auch im Leben bemerkbar machen, dass sie uns Weisung und Führung geben. Das ist wichtig. Jede gute Kraft, die was dir begegnet, kannst du relativ einfach daran klassifizieren, dass sie dir den freien Willen lässt, die freie Willensentscheidung, also ohne deine freie Einverständniserklärung. Das ist nicht aber wie durch die Zwangsimpfung, durch Druck und Nötigung und Zwang, das was halt komplett gegen den Nürnberger Kodex verstößt und somit alle sich schwerstkriminell Strafen machen, was diesen Zwang ausübt. Üben diese guten Kräfte keinen Zwang und Druck auf uns aus, sondern sie greifen nur ein, wenn wir im Herzen uns wirklich eine ganz eine freie Willensentscheidung getroffen und gefunden haben, dann greifen sie ein. Dann können wir sie bitten, dass sie in unserem Leben wirklich wirken, sich sichtbar machen und uns auch beschützen. Und wir werden beschützt, solange wir natürlich unter dem Schirm des Höchsten bleiben. Wenn wir Dinge machen, die was im Schatten sind und die was nicht gut sind, haben wir dort auch keinen Schutz. Und unsere Zeit ist erst abgelaufen, wenn wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Das ist eine interessante Geschichte. Wir brauchen also keine Angst haben, dass irgendwelche dunklen Kräfte uns schaden können, außer sie sind auf unseren Seelenplan. Wir haben sie das vielleicht so ausgesucht. Dann schon, aber sonst sind wir wirklich von guten Kräften wunderbar geborgen. Und gerade in diesen Zeiten, wenn es deine freie Willensentscheidung ist, von gewissen Schatten loszulassen, von gewissen asurischen Kräften, dann werden wir wirklich viel Hilfe und Bewahrung und Schutz erleben und wir werden durchgetragen. Denn Gott ist treu, der uns nicht versuchen lässt über unsere Kraft hinaus, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es würdig ertragen können.